Es gibt keine Geschichte ohne Gott, nur mit Gott oder gegen Gott. Woche 3, Tag 4, über die Berufung. Clemens, du hast uns schon einige wertvolle Gedanken über die Berufung gegeben. Nun würde aber sicher nicht nur mich, sondern auch unsere Zuhörer interessieren, wie denn du deinen Ruf vernommen hast. Damit wird also dieser heutige Beitrag etwas persönlicher werden. Überschreiben könnte man meine eigene Berufungsgeschichte oder zumindest den Beginn davon mit dem Satz: Mein Wille geschehe. Ich kann natürlich noch nicht genau sagen, wie diese Geschichte einmal ausgehen wird. Das wird Gott entscheiden am Ende meines Lebens. Aber ich hoffe doch, dass ich später einmal sagen kann, dass das Mein Wille geschehe zu einem Dein Wille geschehe geworden ist. Also meine Berufungsgeschichte. Tatsächlich habe ich als Kind oder Jugendlicher überhaupt nie auch nur einen Gedanken an das Priestertum verschwendet. Ich wurde durchaus katholisch erzogen von meiner Mutter. Ich ging sonntags für gewöhnlich in die Kirche, habe also Priester gesehen, bin Priestern begegnet, schon als kleines Kind. Aber ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass das auch nur eine Option für mich selbst wäre. Ich habe auf der anderen Seite immer eine recht genaue Vorstellung gehabt, wie mein Leben einmal aussehen wird. Vielleicht nicht, welchen Beruf ich ergreifen werde. Ich habe da immer wieder mal geschwankt, wäre gerne Bauer geworden, dann war es eher der Förster oder etwas anderes. Was immer ganz wichtig war, ein Gedanke: ich möchte eine Familie haben. Den Gedanken hatte ich schon als Kind und der hat mich nie wirklich losgelassen. Dann kam die Jugendzeit, die inneren Stürme auch dieser Jugendzeit. Und in dieser Zeit der großen Unsicherheit, inneren Unsicherheit, habe ich, wie ich denke, nach dem Vorbild meiner Mutter begonnen, sehr viel selbst den Rosenkranz zu beten. Während ich also so den Rosenkranz gebetet habe, hatte ich auf einmal einen sehr klaren Gedanken, dass ich Priester werden sollte. Wie gesagt, ich habe früher keinen Gedanken daran verschwendet, auch hat mir nie in meinem Leben jemand davon erzählt. Also es kam sicher nicht von außen. Das hatte ich plötzlich im Gebet. Und mein erster Gedanke daraufhin war: das mache ich auf gar keinen Fall. Ich war furchtbar unzufrieden mit dem Gedanken. Das habe ich ganze 1,5 Jahre lang gemacht. Ich habe mit ganzer Kraft gegen Gott gekämpft, könnte man sagen. Danach war ich ziemlich fix und fertig. Ich wusste dann nicht mehr so genau, wie mein Leben einmal aussehen wird. Also habe ich mit einem Priester gesprochen. Und ich war nicht wirklich überzeugt, aber nach diesem Gespräch war ich auf einmal froh und dankbar dafür, von Gott gerufen zu sein. Also bin ich ins Seminar gegangen. Zu Beginn im Seminar im ersten Jahr war ich fast euphorisch. Aber danach kamen meine ganzen Bedenken von früher mit voller Wucht zurück. Und das war ein ziemlich heftiger Kampf damit, auch im Seminar noch. Ich habe also hier weitergekämpft. Aber ich habe tatsächlich nie an meiner Berufung selbst wirklich gezweifelt. Jetzt bin ich zumindest so weit, dass ich grundsätzlich sehr froh darüber bin und mich darauf freue, dieses Leben, diese meine Geschichte mit Gott zu führen. Jede Seele hat ihre ganz eigene Geschichte mit Gott. So verschieden wie wir Menschen sind, so sind auch unsere Berufungen und Berufungsgeschichten. Unser allmächtiger Vater ist uns aber näher als wir uns selbst, in jedem Moment. Und deshalb gibt es keine Geschichte ohne Gott, nur eine mit Gott oder gegen Gott. Quadracast, 40 Tage für den Herrn, ist ein Angebot von FSSP Podcast. Unsere Mission ist es, die Schätze der Kirche durch die modernen Kommunikationsmittel allen zugänglich zu machen, besonders jenen, die sie sonst nicht erfahren, kennen und schätzen lernen können. Gestaltet werden die Podcasts von Seminaristen des Internationalen Priesterseminars St. Petrus in Wigratsbad in Zusammenarbeit mit dem deutschen Distrikt der Priesterbruderschaft St. Petrus.
Weitere Angebote von uns gibt es auf YouTube, den gängigen Podcast-Plattformen, Telegram sowie auf unserer Homepage petrusbruderschaft.de. Wenn du weitere Fragen, Ideen, Anregungen oder gar Beschwerden hast, erreichst du uns unter podcast@petrusbruderschaft.org.